Shalom Hayom. Ich bitte um Entschuldigung für die Verspätung. Es gab technische Probleme. Und ich hoffe, dass mich jetzt alle hören. Ja, es klappt. Es finde ich wunderbar. Also noch einmal Shalom Hayom. Heute geht es über das Thema: Alles hat seine Zeit und ihre Zeit hat jegliche Angelegenheit unter dem Himmel. Das ist ein Spruch aus Kohelet 3 und zwar gleich da der erste Spruch. Ich habe euch ein schönes Bild mitgebracht dazu. Alles hat seine Zeit, Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit. Und wie ihr seht, heute geht es um das Positive, um die Freude, um das Lachen und um das Tanzen. Und so lesen wir auch weiter in Kohelet: Weinen und Lachen, Klagen und Tanzen, alles hat seine Zeit. Und auch unser heutiger Wochenabschnitt, der Wochenabschnitt unserer Woche, Chayei Zarah, hat damit etwas zu tun. Zunächst einmal lesen wir, dass Sarah, die Frau von Abraham, stirbt, also weinen, klagen. Und auch das lesen wir, dass Abraham seine Frau beklagte und beweinte. Aber das morgen. Heute sind wir bei der Hochzeit. Denn auch das lesen wir in unserem Wochenabschnitt, dass am Ende Jitzhak eine Frau findet. Für jeden normalen Bürger ist das eine der wichtigsten Angelegenheiten, eine Frau zu finden. Denn schließlich hängt davon sein Lebensglück ab. Wird die Zeit dann sehr stressig und schön? Wie ist es? Alles das hängt davon ab, ob man den richtigen Ehepartner findet. Der erste Ehestifter überhaupt ist Hashem selbst. Er führte Adam Chava, seine Ehefrau, zu. Es gibt einen wunderschönen Midrasch und der erzählt uns, dass nach der Schöpfung Gott zwei ganz wichtige Aufgaben hat. Nämlich die eine ist, die Welt mit Nahrung zu versorgen, und die andere Aufgabe ist es, dass Hashem dafür sorgt, dass die richtigen Menschen zusammenfinden. Und dazu gibt es eine Geschichte. Es gibt also eine Frau, die sagte: Also das ist doch eine ganz einfache Angelegenheit. Das kann ich auch. Ich habe hier so viele Angestellte auf meinem Anwesen und das mit den Ehepartnern, das ist ganz einfach. Ich werde sie mal alle zusammenstellen. Und sie machte das auch. Aber dann kam der nächste Morgen und da gab es die herbe Enttäuschung. Es gab also traurige Gesichter, wütende Gesichter, blaue Flecken, blaue Augen. Und die Leute sagten: Also das ist nichts, wir werden auf keinen Fall zusammenbleiben. Und wir sehen, es ist also nicht einfach, den richtigen Ehepartner zu finden. Alles hat seine Zeit. Und wenn die Zeit gekommen ist, dann gibt es sozusagen den Zufall, so meinen wir. Aber Zufall bedeutet einfach, es fällt einem zu, wenn die Zeit fällig ist. Aber fällt es einem wirklich zu? Fällt etwas vom Himmel herab? Nein, zwei ja, Kräfte wirken. Die Kraft Gottes, die Zeit ist fällig, er greift ein und die Kraft des Menschen. Auch der Mensch muss etwas tun, er muss sich bewegen. Und so lesen wir dann auch in unserer Parascha: Und Abraham war alt und betagt, und der Ewige hatte Abraham gesegnet mit allem. Und ich möchte das jetzt mit uns gemeinsam mal ein bisschen anders betrachten, nicht nur als Satz, der da steht, sondern Abraham dachte nach. Ach Mensch, jetzt bin ich schon so alt und betagt. Aber ist ja super, Gott hat mich ja gesegnet mit allem. Und was habe ich denn? Ich habe viel Vieh, ich habe Geld, ich habe Besitz, ich habe die Tora. Der böse Trieb hat keine Macht mehr über mich. Ist ja alles super. Gott hat mich gesegnet mit allem. Bakol. Und Abraham, wir wissen ja, das war der gelehrteste Mann seiner Zeit. Bakol. Ja, Bakol, da gibt es ja noch eine Gematria. Und die Gematria, die ist 52. Tja, 52, Bingo, Sohn.
Also noch eine Bedeutung. Ich bin gesegnet mit allem, aber mir fehlt der Sohn. Und so sagt es Rashi auch. Abraham war gesegnet mit allem, aber der Sohn fehlte noch. Denn auf was bezieht sich das alle? Das bezieht sich auf die Nachkommen, auf den Sohn. Und Abraham wusste, nun ist die Zeit da. Die Zeit ist fällig. Mein Sohn braucht unbedingt eine Frau, damit es weitergeht, damit der Stab übergeben wird, damit die Verheißung Gottes, dass ich ein großes Volk werden soll, dass alle Völker durch mich gesegnet sind, dass das wirklich wird. Also dafür brauche ich den Sohn. Und Abraham wusste, dass Jitzhak das heilige Land nicht verlassen darf. Und so rief er Eliezer, seinen ältesten Knecht. Auf den konnte er sich hundertprozentig verlassen. Das war der Eliezer. Der hatte die ganze Zeit bei ihm Torah gelernt. Und er war sein bester Schüler. Er verstand Abraham vollkommen und konnte das, was Abraham sagte, den anderen Menschen nahe bringen. Er konnte es übersetzen in die Sprache der Menschen, die sie sprachen, in die Lebenssituation hinein. Und Abraham sagte, das ist der Richtige, den schicke ich los. Ja, warum musste denn Eliezer überhaupt weggehen? Warum konnte man nicht eine Frau nehmen dort, wo er wohnte? Aber Abraham sagt ausdrücklich, nein, bitte keine Frau von den Kanaanitern. Das möchte ich nicht. Warum eigentlich? In der heutigen Zeit herrscht hauptsächlich die Romantik. Man trifft sich, man hat Schmetterlinge im Bauch und dann, ja, es passt irgendwie, wird schon klappen, wir heiraten. Aber nein, so sollte man keine Ehe angehen, sondern es gibt ganz bestimmte Voraussetzungen. Und von Abraham lernen wir, keine Frau von den Kanaanitern. Okay, die Kanaaniter, die lassen wir jetzt mal beiseite. Abraham wollte keine Frau von den Kanaanitern. Es gab Kanaaniter, die konnten Kanaaniter heiraten, ist ja okay. Aber warum wollte Abraham das nicht? Wegen der schlechten Charaktereigenschaften. Die Kanaaniter, das waren die Nachfahren von Cham. Sie hatten keine Achtung vor ihrem Vater. Außerdem waren die Kanaaniter Kaufleute. Und auch an Kaufleuten ist nichts Schlechtes dran. Aber was hier im Vordergrund steht, ist die Berechnung. Die Kaufleute berechnen alles. Sie haben keinen Sinn für das Übernatürliche, für die kommende Welt, für die Welt bei Gott, für das Eingreifen bei Gott. Und Abraham sagte, nein, so eine Frau soll mein Sohn nicht haben. Mein Sohn soll eine Frau haben, eben mit anderen Charaktereigenschaften. Und da er aus der gesegneten und erwählten Familie von Hashem stammte, Abraham, Nachkomme von Chet, wusste er, Eliezer muss dahin gehen, zu meinen Nachkommen und muss von dort die Frau holen. Das ist etwas sehr Wichtiges. Hier gibt es eine Ähnlichkeit. Hier stimmen die Grundwerte. Der Glaube an den einen einzigen Gott, den hatte Schem und Eber und seine Nachkommen bewahrt. Der war auch Abraham schon bekannt, bevor Hashem zu ihm sprach: Geh aus deiner Heimat, geh aus deines Vaters Hauses. Abraham brachte den logischen Nachweis, dass es Gott gibt, aber geglaubt an den einen Gott hatte er schon immer. So eine Frau, die auch glaubte, dass es einen einzigen Gott gibt, das ist die richtige Frau für Abraham. Und so schickte er Eliezer los. Und nun hatte Eliezer eine Aufgabe und er tut wiederum alles, um diese Aufgabe gut zu erfüllen. Er macht sich auf den Weg und nicht nur das, sondern er betet auch und er spricht ein ganz besonderes Gebet. Er bittet nämlich Gott um ein Zeichen. Er sagt, also ich werde jetzt zu dem Brunnen gehen. Dort ist es nämlich die Chance, dass man die Frauen trifft. Dort hat man dann sozusagen die Auswahl, die freie Auswahl. Da kommen nämlich die Mädchen hin, um die Tiere zu tränken, Wasser zu holen. Und er
bittet dann Gott um etwas ganz Besonderes. Er sagt, also die Frau, die ich um Wasser bitte und die dann nicht nur mir Wasser gibt, sondern auch noch meine Kamele tränkt, die Frau soll es sein. Also das ist das Zeichen, was er erbittet. Und geht das überhaupt? Kann man Gott manipulieren? Kann man einfach so um ein Zeichen beten? Wir müssen wissen, dass Eliezer von Abraham gelernt hat, wie man betet. Abraham war ein Prophet und Eliezer hat von Abraham gelernt, wie man betet. Und ist das Zeichen hier im Vordergrund? Nein, eigentlich nicht. Er bittet um eine ganz besondere Frau mit einer ganz besonderen Charaktereigenschaften. Diese Frau, die eben mehr tut, die Taten liebender Güte tut, die mehr tut, als sie muss, die getrieben ist von Chesed, die ein gutes Herz hat, die nicht nur einem Fremden, der sie um sowas, um einen Gefallen bittet, den erfüllt, sondern die hinschaut. Ach, da gibt es ja noch mehr Bedürfnisse, da gibt es ja Tiere und die müssen auch getränkt werden, die haben ja auch Durst. Das ist auch ein Blick auf den ganzen Menschen, denn der Besitz gehört schließlich zum Menschen hinzu. Und hier haben wir jetzt also den Eliezer in Bewegung und jetzt wird es ganz spannend, jetzt kommt nämlich Rivka. Eliezer sieht, dass sie schön ist und er spricht sie an und bittet sie um etwas zu trinken. Und es geschieht, dass das Zeichen sich erfüllt. Nicht nur Eliezer bekommt etwas zu trinken, sondern Rivka tränkt auch seine Kamele. Und hier ist die Frage, warum macht sie das? Ja, sie hat ein gutes Herz, das ist das eine. Aber sie blickt auch durch, sie hat den Durchblick. Sie sieht nämlich, dass Eliezer nicht alleine da ist, sondern mit ihm geht der Engel Gottes, Metatron. Und den sieht sie hinter Eliezer stehen. Und dann weiß sie, das ist ein Mann Gottes. Hier muss ich ganz besonders achtsam sein. Und was sieht Eliezer? Eliezer sieht, dass das Wasser Rivka entgegenkommt. Und da weiß er, das ist eine Prophetin. Das ist die richtige Frau. Ein Zufall? Nein, die Zeit war fällig. Und es bewegen sich die Menschen. Nicht nur etwas, sondern die Menschen. Rivka bewegt sich, sie schaut hin, sie kommt zum Brunnen. Eliezer hat sich bewegt, er ging auf Geheiß von Abraham und Gott selber hat eingegriffen, denn im Hintergrund zieht er die Fäden, denn er ist ja der Ehestifter schlechthin. So, was jetzt natürlich kommt, ist, dass er, der Eliezer, der Rivka natürlich seinen Plan, seinen Auftrag erzählen muss, denn Rivka muss unbedingt zustimmen. Man kann nicht einfach zwei Leute verheiraten gegen ihren Willen. Die Frau muss immer auch zustimmen. Und so lesen wir weiter, dass Eliezer zu Rivka nach Hause geht, dort natürlich mit ihrer Familie spricht und ganz explizit wird Rivka gefragt, ob sie mitgehen will. Und sie sagt ja. Und so machen sie sich auf den Weg. Unterwegs begegnen sie Yitzhak, der auf dem Feld ist und betet. Und sie steigt von ihrem Kamel. Es kommt zu einer ersten Begegnung. Es kommt dann zur Eheschließung. Und wir wissen, dass Yitzhak mit Rivka sehr gesegnet war. Denn wir lesen, dass er sie in das Zelt seiner Mutter bringt. Und in dem Zelt seiner Mutter, das war ein ganz besonderer Ort, da gab es nämlich mehrere Wunder. Wenn Sarah die Schabbatkerzen anzündete, dann gingen sie nicht aus, sondern sie leuchteten die ganze Woche, bis eben wieder neue Kerzen angezündet werden musste. Und wenn Sarah Challah buk,
Dann war sie nicht gleich am Erev Shabbat aufgegessen. Nein, auch diese Challah war wie ein Schatz. Die ganze Woche war sie da. Und alle Gäste, die vorbeikamen, bekamen etwas von der Challah. Also, was bekommt Yitzhak hier mit Rivka? Eine Ehefrau. Und wir lesen in Sprüche 18, Vers 22, wer eine Ehefrau gefunden, hat ein Gut gefunden. Und im Midrash Tehilim lesen wir, unsere Rabbanan haben gesagt, wer keine Ehefrau hat, ist ohne Segen, ohne Leben, ohne Freude, ohne Hilfe, ohne ein Gut und ohne Frieden. Aber nicht so Yitzhak. Yitzhak hat alles gefunden. Segen, Leben, Freude, Hilfe, ein Gut. Und dieses Gut ist unbedingt verbunden mit der Torah und mit der Gegenwart Gottes, die mit Rivka ist. Und er hat Frieden gefunden. Und diesen Frieden wünsche ich euch jetzt für den Rest der Woche. Shalom Hayom und ja, bis nächste Woche. Shalom Hayom.